So, ich habe hier eine Parabel und eine Gerade und die sollen sich in einem Punkt berühren und das Gemeine ist das T. Die Frage ist, für welches T berühren die sich genau in einem Punkt? Und die Parabel ist nach unten geöffnet, ein bisschen breiter. Ich mache eine Skizze und normalerweise schaut es ja so aus, ja, dass die sich hier so in zwei Punkten schneiden. In einem Punkt berühren, das wäre dieser Fall, ja, dass die sich dann nur in einem Punkt berühren. Und es könnte natürlich aber auch sein, dass die sich überhaupt nicht schneiden. Die drei Fälle gibt es. Es läuft Richtung Mitternachtsformel und bei der Mitternachtsformel gibt es unter der Wurzel diese Diskriminante b² minus 4ac. Jo. Und wenn b² minus 4ac kleiner 0 ist, also wenn unter der Wurzel das negativ ist, gibt es keine Lösung und dann haben wir diesen Fall, keine Lösung. Wenn das gleich 0 ist, also unter der Wurzel ist gleich 0, dann gibt es ja kein Plus Minus, gibt nur eine Lösung, dann ist dieser Fall. Und bei b² minus 4ac größer 0 haben wir diesen Fall. Das heißt, diese Aufgabe läuft Richtung Mitternachtsformel, also Diskriminante schauen, für welches t ist jetzt Diskriminante schön gleich 0. Genau, ich will ja diesen Fall berühren, also nur einen Punkt. Und das machen wir jetzt und dafür den wieder alles wegräumen und rechnen. So. Und los geht's. Also erstmal gleichsetzen. Ja. Berühren ist ähnlich wie schneiden. Schneiden ist gleichsetzen. F von x gleich g von x. Also minus 1/2 x² plus 2x gleich x plus 1. Das nächste Ziel, immer wenn da so ein Quadrat ist, das geht Richtung Mitternachtsformel, da braucht man ist gleich 0. Ja, alles auf eine Seite. Also minus x und minus, hier ist kein 1er, sondern ein t. So. T und minus t. Also rüber. Minus 1/2 plus, langsamer, kein Schmarrn. So. X Quadrat, genau. Nicht hetzen. Plus 2x minus x, das schaffen wir in einem. Und dann minus t ist 0. Tja, schön mal. So. Ist 0. Jetzt die Diskriminante. Also b² minus 4ac soll 0 sein. b², ich denke mir hier so ein 1er. Ja, also 1 Quadrat. 1 Quadrat minus 4 mal minus 1/2. Minus 1/2. C ist minus t mal minus t. Das soll 0 sein. So, schaut gefährlich aus, ist es aber nicht. Die 1 ist 1 und dann hier minus, 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 also dann bleibt ein Minus. Ja, minus mal minus ist plus, mal minus wieder minus. 4 mal 1/2 ist 2 mal t und das ist 0, den t rüber und 2t, t gleich 1/2. Das ist die Lösung. Jetzt frage ich gleich mal diesen anderen Fall, wenn ich jetzt nicht berühren sagen würde, so, nicht berühren, sondern keine Nullstelle in, keinen Punkt, ja, kein Punkt. Dann brauche ich ein b² minus 4ac ist kleiner 0, also hier kleiner 0, das muss kleiner 0 sein, kleiner 0 und dann kleiner. Das heißt, x ist größer 1/2. Ja, und dann hätte ich diesen Fall. Für x größer 1/2 gibt es keine Nullstelle, für t größer 1/2 keine Nullstelle, für t gleich 1/2 eine Nullstelle und das ist es. Und jetzt zeige ich das noch auf GeoGebra. Das ist hier. Nee, da ist es nicht. Da ist GeoGebra. Genau, das war doch minus 0,5x². Ja, habe ich schon die Parabel. Plus 2x plus 2x. Gut, Return. Und die Dings war x, genau. X plus. Und das T versteht er nicht, er versteht ein A, so ein kleiner Trick. Weil wenn ich das reinmache, dann ist dieses A so ein Schieberegler. Ja, und dann kann ich das hier so rumschieben. Und wenn ich das A auf 0,5 schiebe, dann sehe ich genau diesen Berührpunkt. Und wenn das größer 0,5 ist, dann gibt es keine Lösung. Und wenn es kleiner 0,5 ist, gibt es zwei Lösungen. Und wenn es genau 0,5 ist, eine Lösung. Dann kann ich auf Play drücken und dann läuft er hin und her. Und das ist die Veranschaulichung dieser Aufgabe in GeoGebra. Also ich finde es wunderhübsch.